Die amerikanischen Astronauten McCandless und Stewart haben heute ihren zweiten Weltraumspaziergang unternommen. Dabei konnten sie sich wieder völlig losgelöst von der Raumfähre Challenger mit Hilfe ihrer Raketenrucksäcke im All bewegen. Die wichtigste Aufgabe musste abgesagt werden, weil der in Kanada gebaute Greifarm nicht richtig funktionierte. Geplant war die Bergung eines Satelliten, den der Kran 15 Meter vom Raumschiff entfernt halten sollte. Die Astronauten übten stattdessen im offenen Laderaum an dem in Deutschland entwickelten Satelliten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der sowjetische Staats- und Parteichef Andropow ist nach längerer Krankheit gestorben. Sein Tod stellt die Sowjetunion nur 15 Monate nach dem Ende der Ära Brezhnev wieder vor die Frage einer neuen Führung im Kreml. Inzwischen gibt es einen ersten Hinweis auf den möglichen Nachfolger Andropows.